Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Minecraft Shorts WM Spezial und zwar heute mit nur noch einem Spiel. Wir befinden uns nämlich tatsächlich im Halbfinale. Ja, gut. Halbfinale. Magische Miesmuschel, was hältst du denn vom Halbfinale? Frag doch mal höflicher, du Arsch. Gut, also scheinbar nicht so viel. Sie ist ja nicht so begeistert von der WM. Seit Deutschland raus ist, ist sie ja die WM egal. Gut, kommen wir aber mal zu dem Hauptpunkt des heutigen Tages. Frankreich gegen... Was hupt denn der da draußen so? Frankreich gegen Belgien. Ja, Belgien. Also wer das Spiel gesehen hat gegen Brasilien, Hossa, das war ja vielleicht was. Die Brasilianer hätten vielleicht noch ausgleichen können. Die haben irgendwie angeblich 30 Mal aufs Tor geschossen und die Belgier nur 7 Mal. Und trotzdem haben die Brasilianer einfach nicht getroffen und dieses Elfmeter, was da nicht gegeben wurde, also wirklich. Naja, wie dem auch sei. Uruguay-Frankreich, das Spiel war eher ein bisschen langweilig. Soll heißen, da ist nicht wirklich was passiert. Uruguay hat sich nicht gut angestellt und Frankreich, ganz routiniert, hat da eben seine 2 Tore geschossen. Immerhin hat dieses Spiel die magische Miesmuschel richtig vorhergesagt. Brasilien gegen Belgien lag sie leider falsch. Gut. Aber kommen wir zu dem Spiel, über das ich eigentlich reden wollte, was ich eben schon angekündigt hatte. Frankreich gegen Belgien. So, magische Miesmuschel. Wir alle warten auf dein Urteil. Meinst du, Frankreich gewinnt? WM interessiert mich nicht mehr. Gut, das war die Antwort auf die Frage eben, aber gewinnt Frankreich? Mir egal. Okay, also dass dir das egal ist, weiß ich, aber dann... Ja gut, dann gewinnt vielleicht Belgien? Lass dich überraschen. Na toll, das ist jetzt auch keine definitive Aussage. Unsere magische Miesmuschel hält sich ein wenig bedeckt. Das heißt, gut, okay, bis die magische Miesmuschel sich vielleicht entschieden hat, wer gewinnt, einfach mal kurz eingeschoben. Ein Kick-Kommentar. Also, ihr wisst schon, wenn man unter diesem Messenger Kick in die Kommentare guckt beim App Store. Hallo, habe kürzlich im Lotto gewonnen. Nur leider habe ich keine Dame an meiner Seite, mit der ich mein neues Glück teilen kann. Trauriger Emoji. Bin auf der Suche nach dieser einen Dame. Bin 30 Jahre alt. Ich könnte mich unter... finden. Ja, er kann sich selber unter Dings finden. Ich glaube, er hätte vielleicht sagen sollen, ihr könnt mich unter Dings finden. Gut, also, wer noch einen Millionär sucht, leider habe ich seinen Kicknamen zensiert. Dementsprechend werden wir wohl nie erfahren, wer jetzt die glückliche Millionärsdame ist. Gut, nach diesem kurzen ablenkenden Kommentar einmal wieder zurück zur magischen Miesmuschel. Lass dich überraschen. Gut, also, magische Miesmuschel. Gewinnt Frankreich dieses Halbfinale-Spiel? Lass mich überlegen. Okay, gut, ja, und? Draußen hupen übrigens schon wieder Leute. Ich weiß nicht, was da los ist. Also, magische Miesmuschel. Du hast jetzt genug überlegt. Gewinnt Frankreich? Ja, vielleicht. Damit ist es klar, Frankreich gewinnt, Belgien verliert. Das heißt, hoffentlich wird das Spiel so spannend wie das andere. Das Spiel gibt es übrigens morgen am Dienstag. Das heißt, wenn ihr heute schon bei uns guckt, also meine Folge guckt, dann, was sage ich bei uns? Ach ja, magische Miesmuschel und ich. Nerv mich nicht, du Gesichtsgrätsche. Gut, okay, die magische Miesmuschel möchte nicht genervt werden. Dementsprechend beende ich die Folge hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Tag oder wann auch immer ihr die Folge guckt. Ich sage tschüss, PS. Guckt meine anderen Folgen, gebt dieser Folge einen Daumen nach oben und kommentiert vielleicht mal. Ich sage tschüss. Tschüss. WM interessiert mich nicht mehr.